Dann wollen wir mal einen Schlafplatz suchen für unsere Heldengruppe. Und morgen wollten wir dann ein wenig Tinne verkaufen gehen. Schlafen. Wache aufstellen. Kurima. Terigeron. Schlafen. Jupp. Für... So, 9 Stunden ist in Ordnung. Können Sie sich mal ein wenig ausruhen. Und Kurima schläft ein. Das ist jetzt nicht so schön. Aber gucken wir mal kurz unsere Ausrüstung durch. Wurde wohl nichts geklaut. Das ist ja okay. Also, auf zum nächstgelegenen Händler. Der wäre nicht der Schmied, sondern dieser Händler hier. Dann verlassen wir das Dorf Richtung Westen, um Ingramosch zu finden. So ist der Zwerg da, oder? Mhm. Verkaufen. Gwendolyn. Und sie hat ein leichtes Déjà-vu, dass sie schon mal versucht hat, die zu verkaufen. Und schon mal die Preise zu niedrig waren für ihren Geschmack. Dementsprechend verlässt sie das Gebäude, zusammen mit den anderen, und macht sich auf, das woanders zu verkaufen. Nämlich bei ihr hier. So, Gwendolyn. Und hier hat sie komischerweise gar kein Déjà-vu mehr. Und es erleichtert, dass es sogar 30 Dukaten sind. Sehr schön. Also, das und nicht den Schlüssel. Falschen Gwendolyn. 24%. Sehr schön. 380 Dukaten haben wir. Sauber, sauber. So, und jetzt Richtung Nordosten. Und die Stadt verlassen. So. Die Scharniere sind mal wieder viel zu laut. Quetsche durch den Tunnel und plan unsere Route. Also, wir würden gerne nach Nordwesten. Ja, und dann würden wir gerne nach Nordosten, weil hier zu viele Orks die Stadt belagern. Und danach würden wir gerne einen großen Schwenker nach Westen machen. Aber das können wir auch planen, wenn wir da sind. Oder auch nicht, wie Jallen irgendwie fühlt. Aber das reicht fürs Erste. Tirik wird langsam auch schon unheimlich. Halt! Kein Schritt weiter! Gebt uns den Salamanderstein! Oder wir werden euch töten! Keiner kommt hier durch! Niemals! Ja, die erste Reaktion erneut von unseren Helden ist es, die Magier einfach anzugreifen. Jallen greift wieder ein und hält sie davon ab. Und das geht dieses Mal auch wesentlich leichter als beim letzten Mal. Auch wenn unsere Helden vom letzten Mal natürlich gar nichts wissen. Dementsprechend... Hier, habt ihr den alten Stein? Das ist eine Fälschung, knurrt der Magier nach einer kurzen Untersuchung. Er starrt euch durchdringend an, dann dreht er sich zu seinen Gefährten um. Der echte Stein muss noch in Lowang sein. Ohne euch zu weiter zu beachten, verschwinden die Magier in Richtung der Stadt. Stopp. Reiseoption. Reise unterbrechen. Also, unsere Helden fassen kurz zusammen. Sie haben einen Salamanderstein geklaut, von dem sie eigentlich ziemlich sicher sind, dass es der echte ist. Die Magier halten ihn für den falschen und gehen davon aus, dass der echte noch ein Lowang ist. Also wurde uns vielleicht der echte geklaut und ein falscher untergeschoben? Wenn ja, dann wissen wir ja von wem, nämlich von Gavron. Und wir wissen auch, wo wir ihn und seine Leute finden können, nämlich im Orkentod. Aber da sind die Magier jetzt auch unterwegs. Und die Magier sind, ja, wie wir schon gemerkt haben, nicht zu verachten. Aber hilft nichts, wir müssen jetzt wieder nach Lowang rein, wir müssen Gavron finden vor den Magiern. Wobei wir halt den Vorteil haben, wir wissen, wo er zu finden ist. Und die Magier sich wahrscheinlich nicht so diskret anstellen können wie wir. Und hoffen, dass wir ihn vorher erwischen. Und dann den echten Salamanderstein kriegen und am besten auch noch den falschen. Damit wir im Notfall wieder den falschen vorzeigen können, falls wir von irgendjemandem aufgehalten werden. Ja, das klingt gut. Also, wir würden gerne wieder zurück. Stopp. Reiseoption,
umdrehen. So, Routenplanung. Wir würden gerne nach Südosten zurück in das Versteck. So, und jetzt würden wir gerne Kräutersuche, Jallen jagen, Mürren, Wachen, die Altbekannten. Ja. Essen und Trinken haben wir auch wieder gefunden, das ist gut. Und jede Menge Kräuter. Ach ja, das ist ein gutes Zeichen. Ist auch keiner eingeschlafen. Thierry wird mir wieder leicht angehauen, aber das ist okay. Und wir würden gerne den Geheimgang benutzen. Wie spät haben wir es denn? Gucken wir zur Sonne. Das ist noch ziemlich früh. Das heißt, im Orkentod wird noch nichts aufhaben. Und erst müssen wir den Orkentod auch wiederfinden. Der war, wenn uns nicht alles täuscht, auf der linken Seite. Orkentod, genau. Das heißt, wir müssten hier erstmal über die Brücke rüber. Also da. Ja, eine kleine Spende. Heller ein rüber. Und dann können wir vor dem Orkentod ein wenig rumlungern. Beziehungsweise nicht direkt vor dem Orkentod. Das wäre ein wenig zu auffällig. Und Kafron würde auch mitbekommen, dass wir da quasi auf ihn warten. Geld, um uns im Bordell rumzutreiben, haben wir auch nicht. Dann einfach mal hier hinten. Das ist schön abseits. Genau, hier dürfte nie irgendjemand jemals hinkommen. Also, schlafen wir einfach. Oder ruhen uns aus. Kurima hält diesmal keine Wache. Nee. So, und nochmal Geogon. Schlafen. Jo. Für, es ist 9. Für 8 Stunden. So, also auf zum Orktod. Der müsste hier einmal rum. Und hier sein. So. Wie stellen wir es am besten an? Also eigentlich sollten wir uns diskret umschauen. Oder erstmal den Tavernenbesitzer ansprechen. Ja, wir setzen uns hier schon hin. So, verdünnter Wein. Okay, hallo. Wir suchen Gavron. Den kenne ich. Schaut öfters mal hier rein. Ja, das ist richtig. Also scheint er momentan nicht da zu sein. Und Ingramosch? Sein Kopf interessiert mich, möglichst ohne den Rest. Ja, okay. Das heißt, wir bleiben einfach mal hier, essen ein wenig, trinken verdünnten Wein und hoffen, dass er heute vorbeischaut. Wenn nicht, werden wir einfach abwarten müssen, bis er vorbeischaut. Denn in der Stadt umherwandern, bis wir ihn finden, ist nicht wirklich eine gute Idee. Aber wir könnten aber ein bisschen Geld verdienen. Mürren, tanz mal. Oh, 2 Dukaten, sehr schön. Eine bekannte Gestalt steckt kurz den Kopf durch die Tür, entdeckt euch und verschwindet sofort wieder nach draußen, ohne die Kneipe betreten zu haben. War das nicht eben Gavron? Hinterher. Und wir lassen noch 4 Silber und 8 Heller fallen. Beim Weglaufen. Wir sehen gerade noch, wie er um eine Ecke verschwindet. Versuchen ihn einzuholen. Gavron ist flink wie ein Wiesel, aber ihr seid schnell genug, um nachzuhetzen. Ein paar Gassen weiter stellt ihr den Burschen. Hey, was soll das? Was wollt ihr von mir? Wo ist der Salamanderstein? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Welcher Salamanderstein? Wir helfen Gavrons Gedächtnis durch ein paar Hiebe auf die Sprünge. Da wird sich Tirik als allererstes melden. Au, hört auf. Ich sag euch ja schon, was ihr wissen wollt. Den Salamanderstein habe ich bei Vindaria abgeliefert. Mehr kann ich euch nicht sagen. Wir haken noch ein wenig nach. Ich weiß wirklich nichts, mit der ganzen Bande habe ich nichts zu tun. Die haben mir 100 Goldstücke geboten, welche ich den Steinchen besorge. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Ihr seid ein Momentchen unachtsam, da ist Gavron euch schon entwischt. Das ist jetzt komisch. Vindaria, hm?
Na gut. Wo war Vendaria? Die war auf der anderen Seite des Flusses, oder? Kräuterhändlerin. Oh, Wirtshaus, nein. Taverne Schwarzes Auge, nein. Drager, nee, das hilft uns auch nicht weiter. Ja, ich würde mal sagen, unsere Helden suchen jetzt nochmal ihr Haus. Und wir melden uns dann wieder. Dann schauen wir mal. Eine blonde Frau öffnet euch. Als sie euch erblickt, schließt die Tür sofort wieder zu. Wir dringen gewaltsam in das Haus ein. Quellen und Tirik versuchen, die massive Tür aufzubrechen, indem sie das dagegen werfen. Nach ein paar Anläufen klappt es schließlich auch und die beiden fallen mit der Tür krachend ins Haus. Ein paar Gestalten, die an einem Tisch gesessen haben, sind aufgesprungen und haben sich Messer, Säbel oder was sie sonst noch in Eile greifen konnten, gegriffen, um sich euch entgegenzustellen. Okay. Zauber. Kampf. Fulminictus. Nicht auf Kurima. Sondern auf den einzelnen Streuner. Okay, dann Angriff. Geht auch nicht. Nehmen. Dahin. Angriff. Du kannst dich nicht bewegen. Das ist nicht so schön. Du beweg dich mal in die ungefähre Richtung. Warte ab. Kurima stellt sich wieder im Weg. Ist okay. Du gehst dahinter. So, zaubern. Beherrschung. Horiphobos. Horiphobos. So. Er versucht jetzt abzuhauen. Bye bye. Sichern, 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 sichern. Sichern. So, Beute wollen wir nicht. 50 Dukaten sind schön. Wir suchen uns weiter um. Finden aber nichts. Noch gründlicher. Mehr ist tatsächlich nicht zu holen. Ihr müsst euch jetzt beeilen, damit ihr verschwunden seid, bevor die Gala eintrifft. Also ja, das war ein Flop. Wir müssen also jetzt doch wieder zurück zum Orkentod. Und dann nochmal auf den Dieb auflauern. Und diesmal nicht wirklich hinter ihm her stratzen, so schnell es geht, sondern hinter ihm her schleichen, um zu gucken, wo er wirklich hingeht. Denn der Typ hat uns jetzt schon so oft gefoppt. Da müssen wir vorsichtig sein. Also, zurück hier hin. Hier durch. Wir zahlen ein Silberstück. Suchen uns wieder eine Gasse, wo wir lungern können. Nehmen wir unsere Lieblingsgasse. Genau. Verlassen. Schlafen. Sogar ziemlich lange schlafen. Gerugon. Tirek. Gerugon. Schlafen. Jo. 11 Stunden. Und gleich nochmal. Schlafen bzw. ruhen. Gerugon. Tirek. Gerugon. Und zwar 9 Stunden. Und da ist wieder jemand eingeschlafen. Aber ist okay. Ist hier nichts abhanden gekommen und das ist das Wichtigste. Also. Rein da. An die Theke. Wein trinken. Jo. Prost. Und tanzt wieder ein wenig. Okay. Ja, dann musiziert ein wenig. Und er kommt nicht. Okay, ich würde mich auch nicht sofort wieder hier blicken lassen, aber dennoch ist es ein wenig ärgerlich. Gavron? Ja, den kenne ich. Mhm. Wie er auch. Noch mehr Wein. Was können wir noch machen?
Gwendolyn, mach mal Akrobatik. Nö. Noch mehr trinken. Also, wenn das so weitergeht, können wir nicht mehr dem herschleichen, weil wir alle sturzbetrunken sind.